Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist es ja nicht so weit, das große Meisterschaftsfinale steht ins Haus. Und wird es die FSK-Favoriten oder die Wiener? Den Favoriten braucht unbedingt unter allen Umständen einen Sieg und die Wiener genügt ein bloßes Unentschieden, um die Meisterschaftsschale hier mit nach Hause zu nehmen. Also unten vor dem Anpfiff, ja, die Spannung ist förmlich von den Wänden zu kratzen. In der Minute ein Lattenschuss von Jürgen Marschall, ein Bombenauftakt für die Wiener ja nieder und macht weiter. Druck wie ein Dampfkessel Kochtopf, ja, das ist Fußball wie wir ihn lieben. 1:0 für die Wiener in der 9. Minute durch das junge Talent aus dem Süden, Jürgen Marschall. Martin Schranz, dem Trainer der Wiener, ein großes Kompliment machen, denn er hat seine Mannschaft wunderbar. Und wieder ein Riesenschuss auf das Tor der Favoriten. Ja, da wäre Oliver Nöcken nie. Haben Sie das gesehen? Klaus Dahler spielt den Gladys Sabata frech durch die Beine, ja, wie einen Anfänger. Heute möchte ich wirklich keinen Cent auf diese Mannschaft gesetzt haben. Der Riesenschuss der Favoriten, doch viel zu schwach, der Schuss von diesem Spieler. Ja, so wird man nicht Meister. Viel zu unentschlossen, der Schuss. Rücker David Bowie nimmt den Ball, übernimmt die Verantwortung. Denzel lässt sich durch die Reihen flecken. 17. Saisontor für Bowie und was für eines. Direkt ins Kreuzig nach einer wunderbaren Einlage. Da hatte die Abwehr der Wiener. Zufriedenstellendes Spiel. Beide Mannschaften scheinen nun ihren Rhythmus gefunden haben, die zweite. Aber Moment, plötzlich vollkommen alleine vor Oliver Nöcken. Das ist brandheiß, ja, das ist heißer als brandheiß, ja, das ist oberbrandheiß. Feiern und zu Recht. Denn kurz vor der Pause gelingt durch sein Tor der Wiener die wiederholte Führung. Die Mannschaften jetzt in der Kabine. Was werden Augusto Fayão? Schuss und weit, weit hinaus. Und Augusto Fayão ist aber klar die dominierende Mannschaft. Aber der Ausgleich will ihnen einfach nicht gelingen. Diesmal, ja, mit Herz spielen die Jungs. Aber was nicht? Der Legionär Max Schmürer startet nun einen schnellen Konter über die Wiener. Wichtig in Sicherheit. Sie lässt ihre Gegner leiden. Ja, unglaubliches Powerplay von der Wiener. FSK-Favoriten kommen einfach nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Zwei Tore fehlen den Favoriten zum Meistertitel. Und weniger als 20 Minuten in der regulären Spiel. Vor Iskiasmiow stehen den Ball am Tor vorbeigespielt. Die 2:2. Mercurio hat die Verantwortung übernommen. Das ist gut 16 Meter einfach. Knapp 15 Minuten noch. Und die Meisterschaft ist entschieden. Die gesamten Aufopferungen während der Tor. Da ist den Favoritenfans für eine Sekunde das Herz stehen geblieben. Bei Jürgen Marschall Minuten hin und her. Und beide Mannschaften wollen es wissen. Favoriten drückt mit aller Macht. Diesmal Bowie mit. Die Uhr tickt, tickt, tack hier. Das kann man förmlich spüren hier im Stadion. Beide Mannschaften geben alle ihre Sekunden. Ja, der Hund in der Fahne. Verrückt 3:2 für die Favoriten. 5 Minuten vor Schluss. Das ist eine Wahrheit. Rückt auf den Ausgleich. Ein Tor fehlt für die Meisterschaft. Klaus Dahler zu Marcel Prost. Und der nimmt den Ball. 93. Minute das Ausgleichstor für die Wiener. Und damit sind sie Meister. Niemand will es hier so recht wahrhaben, wie die Favoritenfans stehen unter vollkommenen Schock. Ein Riesentumult hier im Stadion, ein wahrer Hexengäste entfaltet sich hier. Die Wiener ist Meister, ein Unentschieden reicht völlig. Das ist Fußballgeschichte, meine Damen und Herren. Und halt, halt, warten. Was ist das? Ein Linienrichter läuft aufs Spielfeld. Er hatte die Fahne oben. Ja, ist das, ja, ist das Tor wird aberkannt. Abseits. Das heißt, dass doch FSK-Favoriten die Meisterschale mit nach Hause nehmen wird. Ja, Fußballgeschichte! Fußballgeschichte!